Hallo zusammen! Wir melden uns heute vom Weg hinauf zur Rigi Kulm. Wir haben schon ein bisschen geschummelt, weil wir mit dem Auto schon einige Serpentinen entlang gefahren sind. Aber da aufgrund von Corona noch die Bergbahnen geschlossen sind, ja, mussten wir uns so weiterhelfen. Und es ist auch schon 12 Uhr Mittag, von daher haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, um da hinaufzukommen. Ich glaube, wir haben eine 5-stündige Wanderung vor uns. Und es sind einige Höhenmeter, 900, soweit ich weiß. Der Planer von uns, muss ich gleich nochmal korrigieren, falls ich falsch liege. Vorher hatten wir uns überlegt, hinauf zur Hochflug zu wandern, aber das ist wohl noch mal ein Stück schwieriger. Von daher starten wir jetzt heute mal mit der Rigis Kulm und das ist auch eine ganz bekannte Strecke, von daher sind wir gespannt und freuen uns vor allem auf die schönen Ausblicke. Sind viel weiter sehen. Ja, dann mal los! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est parti pour une randonnée d'environ 12 km et d'environ 900 mètres de dénivelé sur le Rigi. Donc, on va pouvoir avoir la vue sur le lac des Fjärvallstättersee pendant pratiquement tout le parcours. Faut dire qu'on a plutôt de la chance en vrai parce qu'il fait beau. C'était pas forcément prévu comme ça. Et la deuxième chance, c'est que les gondoles sont fermées suite au coronavirus. Donc on espère avoir rencontré moins de monde sur nous. Quoi. Et être plutôt tout seul. Voilà. Ja, man sieht es. Wir weiter bergauf unseren Wanderweg entlang. Mit einer wunderschönen Aussicht, zwar in die andere Richtung, aber man kann sich ja immer wieder umdrehen, um das Ganze zu genießen. Und wir kommen schon ein bisschen außer Atmung, aber es soll ja auch ein bisschen sportlich sein. Drum geht's weiter. Ici un petit changement d'environnement comparé à tout à l'heure. On vient de rentrer dans la forêt. Et comme vous le voyez, ça devient de plus en plus raide. C'est ce qui était écrit aussi sur la carte. Donc on s'attend à plusieurs passages comme ça, voire même à des échelles sur le long du parcours. Donc bon, voilà, c'est parti. Manchmal lohnt sich auch der Blick nach rechts bei diesem steilen Aufstieg. Hat man wirklich permanent dieses schöne Panorama neben sich.
fällt das Ganze schon viel leichter. Der Windschirm ist natürlich immer etwas schneller als ich. Scheint schon einen guten Aussichtspunkt gespottet zu haben. Schauen wir uns da an, was es da zu sehen gibt. Alors? C'était dur. C'était dur, maintenant on est en haut. Ouh! Aber déjà tout en haut, alors? Non, on n'est pas encore en haut. J'allais dire. Weil jetzt haben wir gut, glaube ich, 1 Stunde 20 Minuten. Wanderung geschafft. Aber hier gibt es auf jeden Fall schon was zu sehen, würde ich mal sagen. Und so wunderschön die Berge. War noch mal halb sichtbar. Aber das kommt schon noch. Immer den Gleisen hinterher. Donc là, on continue de monter. Le temps est changeant. On va faire comme ça. On voit bien au sommet, il y a plutôt des nuages. Et bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de monde pour l'instant. Ça fait maintenant environ une demi-heure qu'on marche à côté des rails, on n'a pas vu de train non plus. Bon, bon. C'est bon signe, ça veut dire qu'en haut il y a moins de monde. Hier ist es immer noch geöffnet. Es gibt sogar als Tageshit Virus-Kaffee mit einem Spritz Corona. Es sieht nicht gut aus. Überall ist es sehr benebelt. Aber ich denke, es könnte noch schlimmer sein. Ein bisschen was sieht man schon noch. Zum Beispiel den Benchamin. Und dahinter auch ein paar Berge. Gewässer, ein paar Menschen und schauen wir mal, wie es ganz oben aussieht. Wir haben es geschafft! Bon, voilà, on est en haut. On est à 1780 mètres. On est parti à 900 mètres. Ouais, ça nous fait quand même pas mal de dénivelé, hein, presque 900 mètres. Donc, ça, c'est la vue qu'on a. Ça c'est la Zugersee. On est de l'autre côté. On voit également un morceau de la Vierwaldstättersee. Et malheureusement on voit plus notre maison. Aber da hinten hat es noch ein, zwei Berge, das sieht man immerhin. Sentis vielleicht ganz. Und im Hintergrund und den Rossberg, wie ich gerade eben auf der Tafel lesen durfte.
17 Kilometer. Ja. Nee, 18 den Rest müssen wir dann wohl mal wann anders entdecken. Aber hey, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und haben diese kleine Hütte entdeckt, wo es ein bisschen wärmer ist, wo auch mal wieder die Sonne rauskommt. Oben war es doch tatsächlich echt frisch. Und ja, hier werden wir jetzt gemütlich kleines Essen. Und dann geht es weiter bergab. Alors, comme souvent en Suisse, on trouve des. Cabanes. Avec donc des tables, des bancs, un abri. Ensuite, là-bas. On a de la chance, il y a du bois avec. Ici, exceptionnellement. Bon. Ouais. C'est pas mal. So, nachdem wir jetzt ein Stück weit wieder entlang der Gleise runtergelaufen sind, haben wir einen kleinen Schlenker gemacht und sind jetzt hier ein bisschen auf mehr oder weniger verlassenen Wegen, entlang an Privatgrundstücken, was auch seinen typisch schweizerischen Charme hat, wie man sieht. Und dann geht es weiter hinunter. Bei angenehmen Temperaturen wieder zum Glück. Die Sonne lässt sich da nicht mehr so häufig blicken, aber es ist immerhin nicht mehr so kalt, wohin beim Essen. Also. Lässt sich wieder blicken. Langsam ist echt schön. Auch ganz schön warm in der guten Wolfskinjacke. Ja, wir sind weiterhin auf dem Rückweg entlang der Gleise mal wieder. Ich denke, es wäre bestimmt auch mal schön, hier echt mit dem Zug hochzufahren. Das ist bestimmt auch eine schöne Erfahrung. Beim nächsten Mal dann, wenn wir vielleicht die Eltern dabei haben oder so. Ich würde nicht so gern bergauf laufen.
sous la roche. Gelandet. Ein, zwei von mitnehmen. Und was sind das denn für welche? Spannend. Das ist ein Bett. On arrive tout doucement vers la fin, donc on a encore un peu de descente, puis ensuite un peu de faux plat et on arrivera de nouveau au même niveau que là où on a garé la voiture ce matin. Là vous voyez derrière moi très bien le Pierrage Tatazé, avec les Alpes derrière, encore un peu de neige. Donc voilà, c'était une très belle rando, c'est plutôt... difficile niveau physique, quand même 900 mètres de dénivelé, mais c'est un conseiller quand même, c'est vraiment vos paysages, c'est pas mal. Eine Bilanz meinerseits, kurz vorm Schluss. Also hier vom Riebigkühlen ist auf jeden Fall ein gutes Wandergebiet. Es gibt, glaube ich, mehr als 1000 verschiedene Wege, die man machen kann. Und wir haben heute nur einen davon entdeckt, der, wie Benjamin richtig gesagt hat, auf jeden Fall anfangs ein bisschen schwieriger war. Aber dann doch recht human, würde ich mal behaupten, dadurch, dass es echt immer gute Wege hat und ja, eigentlich immer entweder bergauf oder bergab geht, und wenn man eben keine Lust mehr hat, kann man zumindest in den Touristenhochzeiten die Bahn nehmen. Von daher, glaube ich, sehr familienfreundlich. Wir haben auch viele Kinder gesehen und die sind auch sehr motiviert hier hoch und runter gestapft. Von daher tun wir es ihnen gleich und machen uns jetzt ein paar Meter, bevor wir dann uns ein bisschen beeilen müssen, weil wir noch unsere Kühltruhe abholen müssen in der Nähe von Zürich, die wir auf Tutti entdeckt haben. Von daher verabschiede ich mich hier von euch und ja, sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!